Herzlich willkommen zur Drehscheibe, liebe Zuschauer. Wir sind heute mittendrin in Berlin-Kreuzberg, denn wir sind auf dem internationalen Street Food Market. Und genauso bunt wie die Essenskultur dort ist auch Deutschland. Ein Land, viele Kulturen. Im Jahr 2017 lebten hier mehr als 10 Millionen Menschen ausländischer Herkunft. 197 verschiedene Nationen sind in Deutschland vertreten. Viele von ihnen haben sich in deutschen Städten eine landestypische Community geschaffen. So haben sich die Japaner Düsseldorf ausgesucht. In Berlin lebt Deutschlands größte russische Gemeinschaft und um Stuttgart tummeln sich die Griechen. Zahlreiche Sprachen werden gesprochen und es gibt mehr als 100 verschiedene Religionen. Deutschland ist kunterbunt. Außerhalb Griechenlands gilt die Region Stuttgart als größte griechische Community in Europa. In Baden-Württembergs Hauptstadt leben rund 14.000 Hellenen. Einer davon ist Yorgos Delisavas. Der Gastronom ist hier fest verwurzelt in der griechischen Gemeinde. Eingekauft wird, ganz authentisch, im griechischen Supermarkt. Hi, ist aber früh damit. Also vor. Er macht die letzten Besorgungen für den Arbeitstag. Seit 3 Jahren ist er stolzer Besitzer eines Foodtrucks. Griechische Spezialitäten auf Rädern. Für Yorgos ein Kindheitstraum. In Griechenland waren wir immer am Strand und da gab es keine Tavernen. Und da haben wir, da gab es immer so 2 Foodtrucks, Kantinas in Griechenland genannt. Und das habe ich mir immer reingeprägt und war immer begeistert von diesen Kantinas. Und habe gesagt, irgendwann mal, mein Papa hat ein Restaurant, mache ich eine Kantine auf. Souvlaki, Gyros und Tzatziki. Die typischen Gerichte gibt's hier auf die Hand. Yorgos ist in Deutschland geboren, hat aber den griechischen Pass. Mit 25 geht er nach Griechenland zur Armee, kehrt dann aber wieder zurück. Seine griechische Kultur prägt seinen Foodtruck Merakles. Ein typischer Schnellimbiss ist das nicht. Essen in Griechenland ist nicht, wir essen den Braten, solange er heiß ist, sondern Essen in Griechenland geht über ein paar Stunden. Da kommt viel Ouzo auf den Tisch und dann wird gemeinsam gegessen und zwar über den ganzen Abend, bis in die Nacht. Auch Grillmeister Yannis kommt aus Griechenland. Seit 4 Jahren lebt er in Stuttgart. In der Heimat fehlt ihm die Perspektive, so wie vielen jungen Griechen. Die meisten kommen hierher natürlich wegen der Wirtschaftskrise. Wenn jetzt ein Familienvater mit 2 Kindern, 600 Euro, kommt er nicht über die Runden. Es ist ganz, ganz schwer momentan in Griechenland. Die kommen hier, weil sie hoffen sich ein besseres Leben. Auch Yorgos Großvater zog für eine bessere Zukunft nach Deutschland. 1961 kommt er als Gastarbeiter hierher. Yorgos Vater Dimitrios folgt kurz danach und gründet in Stuttgart eine Familie. Die arbeitet heute Hand in Hand in der Taverna Olympos. Yorgos hilft mit im Familienbetrieb Vater und Sohn hinter der Theke, Mutter Paraskevi als Küchenchefin. 1973 lernen sich die Eltern in Deutschland kennen. Da war ich 15,5, habe ich ihn kennengelernt. Und 3 Tage nach meinem 16. Geburtstag bin ich mit ihm durchgebrannt. Ja, weil meine Eltern wollten nicht, dass ich so jung heirate. Wie in Griechenland findet das Familienleben in der Taverna statt. Auch Yorgos Frau Artemis und Sohn Dimitrios verbringen hier den Nachmittag. Der 7-Jährige besucht die deutsche und die griechische Schule. Aftes ine Ispanides. Auch Artemis nahm schon früh Sprachunterricht. Mit 6 Jahren verließ sie ihre griechische Heimat. Mein Anfang in Deutschland war sehr schwer. Ich habe kein Kind verstanden im Kindergarten. Mein erstes deutsches Wort war Feuerwehr, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Aber ich hatte eine Tante, oder ich habe eine Tante, die ist Deutsche und die hat mir Deutsch beigebracht. Sohn Dimitrios soll sich in beiden Welten zu Hause fühlen. Mit den Eltern erlebt er griechische Kultur hautnah. Dazu gehört auch die griechisch-orthodoxe Kirche. Die prunkvollen Räume sind für Familie Delisavas Gotteshaus und Gemeindezentrum.
Wir kommen fast jeden Sonntag, wenn es möglich ist. Und es ist einfach ein Ort für uns, des Zusammentreffens mit anderen Familien, mit Freunden. Also für mich persönlich ist es sehr wichtig, das gehört zu unserer Kultur, zu unserem Leben und zu der Gemeinschaft, zur griechischen Gemeinschaft. Statt Weihwasser gibt es hier ein besonderes Ritual. Die ganze Familie küsst die Ikonen. Lippenstift ist tabu. An Weihnachten organisiert Familie Delisavas stets ein großes Fest. Sie feiern nach deutscher und griechischer Tradition. Der größte Unterschied? Die Bescherung. Wir haben am 1. Januar der heilige Vasilios. Der bringt die Geschenke der Kinder. Wir haben das Glück gehabt, dass wir zweimal Geschenke hatten, ja. Zu Weihnachten und zu Neujahr. Ja. Und so freut sich auch Sohn Dimitrios dieses Jahr besonders auf deutsch-griechische Weihnachten.